Hallo und herzlich willkommen beim Kanal Salle Anaisa. Schon mal komplett falsch angefangen. Salle Menschen. Und zwar habe ich ein Bild gepostet auf Twitter. Und da haben vorher viele dann drunter geschrieben, dass es so schön aussah. Und sie gerne wissen wollen würden, wie ich das gemacht habe. Und ich habe ja auf Twitter schon um die 12.000 Follower. Und deshalb dachte ich mir, ja, kann ich das doch mal zeigen, so mein 1x1, wie ich so meine Selfies mache und wie ich finde, wie ihr auch die Selfies machen solltet, tun müssen. Und heute kann ich euch besonders gut demonstrieren, wie man das machen sollte, weil ich nämlich heute einen Pickel im Gesicht habe. Und bekanntlich findet man so Pickel ja wunderschön auf Fotos. Deswegen fangen wir gleich mal an mit den Punkten, die ihr beachten solltet. Ganz eindeutig. Für Demonstrationszwecken nehme ich jetzt hier mein iPhone 4. Ich möchte nicht Werbung machen. iPhone 4. Erste Regel, immer von unten Bilder machen. Weil, also immer von unten nach oben, weil dann könnt ihr nämlich noch so was Schönes erzeugen. Was ich zum Beispiel besonders gut erzeugen kann, ist dieses wunderhübsche Ding hier. Immer schön von unten nach oben, dann wird man dich loben. Oh yeah. Boah, richtig schöne Bilder sind entstanden. Und auch sehr beliebt, vor allem bei den Boys, kann ich euch sagen, ist das Duckface. Bitte Mädchen, macht nur noch Duckface auf Fotos. Zeigt bitte nicht mehr euer wunderschönes Lächeln, weil dieses wunderschöne Lächeln wird sowas von überbewertet. Lieber ein Duckface, braucht ihr euch auch nicht mehr die Zähne putzen. Immer schön aussehen wie eine Ente auf dem Foto. Wunderschön. Kommt auch sehr natürlich rüber, sowas. Also Duckface ist sehr natürlich. Merkt euch, Natürlichkeit gleich Duckface. Was auch sehr, sehr gut ankommt, liebe Leute, ja, und ich würde das auch nur noch ausschließlich machen, sind Spiegel-Selfies, ja. Da stört auch überhaupt nichts, weil man sieht auch nicht, dass du ein Handy in der Hand hast. Die meisten Mädchen machen es auch vor ihr Gesicht. So hat man auch schon mal das Gesicht abgedeckt. Und bester Nebeneffekt ever, wenn ihr den Spiegel nicht putzt davor. Ihr braucht euch da die Filter sparen. Weil, wenn ihr einen Spiegel-Selfie macht und ihr den Spiegel nicht putzt, Alter, es kommen die besten Flecken aufs Bild drauf. Da braucht ihr keinen Filter mehr drüber ziehen. Das ist hammermäßig. Eins, sag ich euch. Dann kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Punkt, was ich finde, was echt sehr gut ist und auch am besten ist. Auf jeden Fall nur ein Körperteil fotografieren am besten. Am besten nur von eurem Arm so ein Bild machen. Macht am besten nur vom Arm ein Bild. Wenn ihr nur ein Bild von eurem Arm macht, wissen wir ja trotzdem, dass ihr wunderschön seid. Ist ja dann nicht so, dass die Jungs denken, ja, dass auf der anderen Seite was Schlimmeres folgt. Quatsch, die denken, ihr seid natürlich schön auf der anderen Seite. Es kommt auf die inneren Werte an und nicht aufs Äußere. Wenn der Kerl euren Fußzeh nicht liebt, dann ist das nicht mehr, ja? Ganz einfache Sache. Und meine lieben Leute, falls das alles nicht hilft und ihr euch denkt, nein Anna, das klappt trotzdem nicht, habe ich noch natürlich einen Notfalltrick für euch, den ihr immer wieder anwenden könnt. Leute, macht einfach das Licht aus und macht ein Selfie.